Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin auf dem Parkplatz vor der Arbeit. Ich habe heute Morgen kolossal verschlafen. Ich bin spät dran. Ich habe es geschafft, nach meinem Wecker einfach nochmal einzupennen. Das habe ich davon, dass ich nicht sofort aufgestanden bin. Mache ich normalerweise, weil ich weiß, dass ich dann gerne wieder einschlafe, bleibe ich halt, wenn der Wecker gegangen ist, nicht nochmal 2 Minuten liegen, sondern direkt raus aus dem Bett. Heute habe ich mich dagegen entschieden und es hat direkt nicht funktioniert. Also Leute, ich gehe hoch ins Büro, ich gehe arbeiten, wir sehen uns später, ihr kommt gut in den Tag, bis neulich. Ihr kommt gut in den Tag. Ach Gott, ey, heute wird ein lustiger Tag. Also Leute, bis später. So, dann Leute, eine kleine Überraschung, ich bin zu Hause, eine noch kleinere Überraschung. Es ist spät, ich habe Battlegrounds gezockt, ich habe heute ewig nach Hause gebraucht. Eineinviertelstunde hat es gedauert, bis ich zu Hause war und das für einen Weg, der im optimalen Fall 25 Minuten dauert. Das ist schon echt heftig, das war heute wirklich kein Spaß, die Rückfahrt. War ganz lustig, auf dem Hinweg hatte ich überhaupt keinen Stau heute Morgen, auf der Rückfahrt habe ich quasi die doppelte Ladung abbekommen. Ansonsten bin ich halt nach Hause gekommen und habe gechillt. Wir haben jetzt schon sehr, sehr spät. Es ist mitten in der Nacht, wir haben 4 Uhr und ich werde jetzt mal gepflegt ins Bett gehen, weil ich mich morgen Mittag mit Steffi treffe, weil wir wieder unseren gemeinschaftlichen Einkauf machen und morgen Abend kommt Annika vorbei, das wird auch sehr cool. So viel jetzt zu dem, was am Wochenende passiert. Annika bleibt dann auch Sonntag. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh beim neuen Daily Vlog. Ich werde jetzt schleunigst zusehen, dass ich ins Bett komme. Gute Nacht, wir sehen uns morgen.